Liebe Schwestern und liebe Brüder, beten ist leicht und auch wieder nicht. Manchmal fällt einem das Beten wirklich leicht. Man betet vor sich hin, man spricht die Gebete, die man vielleicht gelernt hat von den Eltern, von den Großeltern, im Religionsunterricht oder in der Kirche. Und dann kommen solche Situationen, da kommt einem auf einmal kein Wort mehr über die Lippen. Vielleicht bedrückt einen etwas oder man ist durch einen Schicksalsschlag getroffen und dann kommt auf einmal nichts mehr heraus. Manchmal ist vielleicht auch das Herz leer. Wir haben das Gefühl, mit dem Beten funktioniert das jetzt so gar nicht mehr. In der Lesung des kommenden Sonntages hören wir davon, dass der Apostel Paulus den Christen in Rom sagt, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise bitten sollen, aber der Geist Gottes, der tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Es ist gut zu wissen, dass wir, wenn wir selbst aus unserer Kraft, aus unserem Beten nicht mehr weiter wissen, nicht mehr können, dass wir einen Beistand haben, den Heiligen Geist Gottes, der uns versteht, auch wenn wir nichts mehr formulieren können, der weiß, was uns bedrückt, selbst dann, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen. Er betet in uns, mit uns und für uns. Das heißt, selbst wenn wir keine Worte mehr haben, hält der Geist Gottes trotzdem die Kommunikation aufrecht. Wir sind nicht isoliert, sondern wir bleiben verbunden. Liebe Schwestern, liebe Brüder, als ich ein junger Diakon war, da habe ich bei der allerersten Krankenkommunion, die ich geben durfte, bei einer älteren Dame etwas Beeindruckendes erlebt. Ich habe ihr die Kommunion ausgeteilt und hielt einen Moment Stille, damit sie bei Gott Danke sagen kann. Und als ich dann mit dem kleinen Hausgottesdienst weitermachen wollte, hob sie die Hand und sagte, einen Moment, er betet noch. Und nachher habe ich sie gefragt, wer betet denn noch? Sie sagte, der Geist mit mir. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das jeden Tag auch spüren können, dass Sie, wenn Sie beten, den Geist dabei haben, der Worte und Herz öffnet. Ihr Pastor Tobias Zöller aus Morsbach.